Bevor unsere gemeinsame Geschichte 1971 beginnen konnte, musste ich erst die Bundeswehr überzeugen, auf meine Dienste zu verzichten. Das angeforderte Foto für den Wehrpass inszenierte ich daher für einen möglichst schlechten ersten Eindruck. Kurz darauf betrat in einer Basler Szenenkneipe plötzlich Irmgard die Bühne. Und, obwohl unterschiedlich verbandelt, waren wir schnell gut befreundet. Bis 1973 unternahmen wir viel im gleichen Freundeskreis und trafen uns sogar im Italienurlaub. Dann aber reiste Irmgard mit ihrem Freund Richtung Nepal und wir verloren uns rund 3 Jahre lang aus den Augen. Auch als Single zog es mich im Mai 1976 in die weite Welt, und zwar nach Bangkok. Im Oktober 1976 trafen wir uns zufällig mitten in der Nacht in Lörrach wieder und ich lud Irmgard zu meiner anstehenden Geburtstagsfeier ein. Seither sind wir zusammen und bereits Heiligabend bezogen wir in Lörrach unsere erste gemeinsame Wohnung. Tja, für das Brautpaar wird es langsam Zeit, sich zu verabschieden. Aber wie ich unsere Eltern kenne, werden sie bestimmt noch bis in den frühen Morgen weiter feiern.